Ja, da sind wir wieder. Puh, ich bin immer noch ziemlich angeschlagen. Von den Kämpfen, die wir gerade eben hatten. Haha. Da haben wir einen 5er Iwirm. Ist natürlich gay, ne? Was heißt gay? Es hat 24, 22, 28. Das sind 50, 70, 74, 75. 80, 89, 114. Das hat immerhin 114 Punkte, ne? Und es kann sich ja später entwickeln. Zu eins, was wir halt haben wollen. Werde ich mit Sicherheit auch noch leveln, aber naja, ich weiß halt nicht wann. Okay. Gucken wir mal, ob uns Team Rocket sich auch verpisst hat. Anscheinend noch nicht. Okay. Sie verpissen sich aber, wenn ich sie jetzt anspreche. Gut, das ist nett. Hallo Taskmaster. Okay. Okay. So. Und dann noch mit ihr sprechen, damit sie sich auch verzieht. Tag. Okay. Nimm mich. Und ja, das Schöne ist. Hier kommen wir zur Arena. Heißt, wir uns in Arena-Orden. Kämpfen vorerst mit unseren alten Snubbel, weil ich denke, dass das hier eine Pflanzenarena sein wird. Somit sind Sandama und definitiv Kleinschein zweiter Entwicklung als letztes dran. Okay. Ist nicht mehr ja klar, warum ich mich so entscheide. Ich habe hier Feuerzahn auf den. Was ja ziemlich viel Schaden machen sollte, ne? Da ich ihn ja sowieso noch leveln muss, bietet sich das hier nur an. Jawohl. Also, es müssten so One-Shots sein hier. Aha. Richtig. Ja, so ziemlich. Oh, er kann Giga Drain, das ist natürlich. Ist jetzt natürlich ein Nachteil, dass er kein Feuertyp ist, aber. Was soll's? Kommen wir trotzdem ganz zu. So. Wir sind noch ein guter Trainer, also viele Trainer, meine ich damit. Sind noch mal mehr. Glaubt die hätte ich. Ne, den kann ich. Letzte kann ich nicht umgehen. Hier, die kann ich umgehen, einfach. Ne? Aber hier die oben schon nicht mehr. Das heißt, nach denen werde ich mich auch einfach heilen. Ist, denke ich, am sinnvollsten. Ja, nicht zu vergessen, genau, wollte ich gerade sagen, der kann Psycho-Attacken. Mal ist es, glaube ich, Psycho-Pflanze. Und das sollen keine Eier darstellen, sondern normalerweise Samen darstellen. Das sieht halt nur nach Eiern aus. So wie ich das verstanden hatte, mal. Ich wollte gerade sagen, Mega Drain könnte mich eventuell auch ausnocken. Da ich den jetzt in einem Zug nicht besiegen werde, werde ich mich einmal mit einer Lemonade heilen. Sweet, sweet Lemonade. Er ist auch wieder voll. Also ziemlich. Ja, weiter Feuerzahn. Oh, das hat gut Schaden gemacht. Ja, okay. Mit dem letzten müsste ich ihn eigentlich ausschalten. Danach dürfen wir uns eigentlich auch schon heilen wieder. Ich könnte natürlich auch einfach Glurak auspacken, mal für hier durchrushen, aber passt schon. Gehen wir zurück und heilen uns. Ist natürlich ein langer Weg, aber gehört dazu.
Gottes Willen. Ja, heilen wir uns. Genug. Ich habe eigentlich noch genug, oder? Ich suche jetzt gerade die, die eigentlich noch Fähigkeiten wieder auffüllt. Das ist diese hier. Okay, so. Dann können wir weitergehen. Und das wird hier noch mal witzig. Ja. Stell dir mal vor, du hättest dich noch ein bisschen mehr verletzt. Da wäre es ein One-Shot gewesen für mich. Okay, du kannst dich natürlich auch selber killen. Nehme ich auch an. Solange ich deine Erfahrung bekomme, ist mir das egal. Ja, das interessiert mich nicht. Ich möchte mich eigentlich nur heilen. Hätte ich noch viel zu heilen. Ach, gebe ich den zwei Bären. Ja, und dann ein Wasser. Und den Rest mache ich dann mit den beiden Pokémon, die ich zur Verfügung habe. So. Ein Giga Drain, das tut weh. Ne, braucht man nicht. Also One-Shotten tue ich dir auf jeden Fall nicht. Mit Glurak eventuell ja, weil. Ne? Da 30er Spezialattacke und nur Spezialattackenfähigkeiten. Tut weh. Das ist zwar noch ein One-Shot. Aber es ist noch keine Weiterentwicklung, ist wahrscheinlich. Ich weiß jetzt nicht, wie es hier aussieht. Das ist keine. Das tut mir auch killen. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Ich würde ja gerne ein anderes Pokémon ausprobieren. Aber ich weiß, dass ich das nicht mit den anderen schaffen werde. Somit kommt mein Glurak zum Start. Damit sollte ich das so ziemlich aufräumen. Jawohl. Also sollte es keinen Kompromiss geben. Ich denke mal 38 erreiche ich hier noch in der Arena mit dem. Eventuell. Ich weiß nicht, was hier die Pokémon hat. Aber könnte gut möglich sein. 37 auf jeden Fall, 38 könnte drin sein, wenn die 6 Pokémon hat. Oder hochentwickelte, das ist natürlich auch mal so ein Faktor, den man mit einrechnen sollte. Drei Pokémon, ja, eventuell. Ah doch, also 38 kann drin sein. Okay, auch weg. Und 38 erreicht, wie ich gesagt habe. Und kriege ich noch ein Level. Noch nicht zu sagen. Sludge Bomb tut natürlich sehr weh. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass wir jetzt gewonnen haben. Jawohl. Fast sogar noch 39 gehittet. Also, nicht schlecht. Und wir haben unseren nächsten Orden gewonnen.
Okay. Geschafft. Gehen wir uns heilen. Huch, du stehst ja wieder hier vor. Ist das jetzt dein Ernst? Habe ich schon gedacht. Ja, da du ein Pikachu hast, werde ich definitiv jetzt einen Dampf auspacken. Solange du jetzt nicht, keine Ahnung, Level 40 bist, wirst du es nicht one-shotten. Also, nee, passt ob du. Okay. Ja, natürlich ist dann da mal mit Surfer. Das ist asozial. So asozial gerade. Ja, kann ich nur meinen Pikachu noch auspacken, weil Arslan hat keine Chance dagegen. Jetzt hat er wahrscheinlich auch noch irgendwie eine Boden- oder eine Steinfähigkeit und das war's dann mit mir. Ja, okay, er ist keine Ahnung, 50 oder so ein Scheiß. Das war logisch. Jetzt gucke ich nur schnell, ob der noch da steht. Aber ja, wenn ja, müssen wir nochmal gegen ihn kämpfen. So. Ne, ist nicht mehr da. Aber wir haben alles, was wir hier brauchen. Erst einmal. So. Jetzt muss ich selber gucken. Als nächstes müssen wir hier. Ne, das ist Safari-Zone. Ah ne, hier müssen wir als nächstes hin. Ich glaube, wir gehen nämlich von hier aus dahin. Also ein langer Weg. Hier brauchen wir Surfer, hier kommen wir noch nicht hin. Jetzt gehe ich schon mal gucken, ob Team Rocket noch da ist. Und spreche mit ihnen, wenn das der Fall sein sollte. Ja, das ist noch der Fall. Okay, der will nicht kämpfen. Schade. Das wäre noch witzig gewesen als Abschluss so. Gut, wir machen uns noch schnell auf den Weg zurück. Um zu gucken, was denn für eine Krise da hinten herrscht. Ja, ich schätze mal einfach das mit dem dicken kleinen Snorlax. Ist das Problem. So. Habt ihr jetzt noch was zu sagen? Okay. Mhm, du hast auch nichts zu sagen. Ja, und zurücklaufen. Das dauert wie im Moment. Es ist okay, es ist nicht super gut. Also rum. Das wiederum ist ziemlich stark. 31er Speed, ich hauer. Ist auch ganz nett. Das ist ein ziemlich gutes Eve.
So, hier soll ja irgendwas abgehen. Anscheinend eher weniger. Ist denn das dicke Ding jetzt weg hier? Ne, die sind noch nicht. Okay, es gibt nichts hier zu tun. Wie macht man das jetzt? Okay. Wenn ich jetzt ja herausgefunden habe, wo wir als nächstes hingehen müssen. Können wir das gerne tun? Ah, okay. Okay, wir haben es ja herausgefunden schon. Never mind. Ah, okay, das ist das. In Ordnung. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Das hier werdet ihr morgen mit mir erleben. Tschüss.